Ich lese heute aus einem Text, den ich 2003 begonnen habe und der nun in die 7. Fassung ging und dessen Anfang quasi mir hier auf der Skulptur geschehen ist, ohne dass ich es wusste, dass es dann für diesen Text ist. Inzwischen heißt er »Die uns begleiten«. Das Motto ist immer noch dasselbe wie ganz zu Anfang. Also, ich verstehe die Angst in den leeren Räumen, verstehe, dass man sie bevölkert. Deshalb muss die Seele nach dem Tod Gespenstern begegnen und ihnen die Stirn bieten. Yvette K. Centeno, Anfang. Und wenn wir auf festschreibende Begrifflichkeiten nicht mehr zurückgreifen könnten, der Mann, den ich gestern im Zug sagen hörte, er habe vorgestern ein Schweinekotelett gegessen, das müsste dann vielleicht sagen, vorgestern habe ich ein Stück aus der Rippe eines Lebewesens gegessen, eines Lebewesens, das in unterschiedlichsten Tonhöhen und Tonweiten grunzen, grummeln, quietschen und schreien kann, dessen Beine kurz sind im Vergleich zu seinem Körper, der einer Olive gleich länglich und rund ist. Ganz entzückend ist seine flache Nase mit zwei Löchern bestückt, die vibrieren, wenn es schnuppert und dabei die Nase rümpft. Und also von diesem Lebewesen, das durch ein unseriges Lebewesen zu Tode gebracht und, was auch zu erwähnen wäre, von unserigen Lebewesen gemästet wurde, um dann? Es scheint mir, dass dieser Mann müsste er seinem Kumpanen so oder ähnlich von seinem vorgestrigen Essen berichten, könnte es sein, nie mehr ein. Und der Dorfmilchmann von Jean-Pierre Rocha hätte seine Fanny nicht verkaufen wollen, weil Saturne de Laitier dreimal schneller zu bewältigen wäre, würde Fanny dieses Ross et honnête dans la cavalerie und man weiß sich zu benehmen und hoch den Kopf nicht diese Tox gehabt hätte, nicht dem Metzger vor die Tür gepisst, jedes Mal, oder war es der Bäcker? Jetzt schneit es, meine Liebe, es schneit, die weiße Beschwerde bedeckt die Erde, es taumelt so weh, hast du geschrieben und weiß nicht mehr, wo ich es finden könnte, dieses von dir Geschriebene, das mich seither begleitet. Und weiß nicht mal, ob ich es so erinnere, wie du es geschrieben hast. Doch jetzt hat eine Böe nicht Schnee aufgewirbelt, nein, es sind, wenn man so will, Überreste eines Schaffens. Und ich sehe dich schmunzeln, schräg den Kopf und hängend deine Arme an deinem schmalen Körper, zart, als wolltest du möglichst keinen Platz einnehmen. Täglich bin ich nun hier und bin also bei dir, finde so wieder zu mir. Nicht, indem ich mich ganz und gar in mich zurückziehe, 1001 Barrikaden errichte gegen jeden und jedes, nein, indem ich mich öffne. Es taumelt so weh. Denn längst beobachtete ich bei mir, dass ich in allem, was ich sehe, auf Reisen geschickt werde. Es kommt mir vor, als würde ich in Eindrücke gedrängt, die keinen Platz finden können. Die Poren meiner Haut scheinen immer offen, alles kann eindringen, ungefiltert. Erwache ich deshalb jeden Morgen um 3.37 Uhr und atemlos, als flüchtete ich seit jenen Tagen, nein, Nächten, die mir diese Variante des Aufwachens bescherten. Ein Schlaf also, als wäre ich ohne Pause in Aufbruchsstimmung, wartete nur auf den Befehl von irgendwoher, zusammenpacken, gehen. Und weiß es, wie könnte es anders sein, dass all die Fluchten Teil meines Körpers sind, eines Körpers, den ich als Gedächtnis verstehen muss, eines Gedächtnisses, das sich nicht nur in meiner Lebenszeit erschuf, möglicherweise, tragen wir mit uns, was sich vor unserer Zeit ereignete? Ich schreibe Ereignete, was mir nicht ganz falsch erscheint. Ereignisse also, die meine Mutter, mein Vater sich aneigneten, gar anzueignen hatten. Jetzt, da ich hier bin, auf und in einem Konstrukt, das nie gelingen kann, weil es immer wieder an unterschiedlichsten Ecken, Kurven, Brücken und Enden sich zusammenfügen muss,
ich so erlebe und erfahre, dass es in der Unsicherheit Glück zu finden gibt, erinnere ich die Verunsicherungen, die mich hätten zersetzen können. Kein großer Aufwand, nach der Zersetzung alle Teile meines Seins zu zertrümmern, nicht wahr? Lebe wie in der Nähe einer Zeit, als da nur zwei Fluchten möglich waren, teilte sie mit einem anderen Kind. Jederzeit hätten wir zu Tode stürzen können, doch verboten wurde unser tägliches Klettern auf diese eine Tanne nicht. Gab es Schläge, wenn unsere Kleider vor Harz klebten? Ich weiß es nicht mehr, es gab Schlimmeres, was kümmerten mich die Prügeleien? Und da sie sehr christlich waren, wurden nur die Buben geprügelt, so steht es geschrieben. Sicher gab es Ausnahmen, denn darin waren sie sehr äußerst präzise. Feste, kleine, enge Regeln, die sie jederzeit mit Ausnahmen zu bereichern wussten. Also erkletterten wir auch im Winter unsere Tanne, die wir wie die Sandsteinhöhle als unser Schiff verstehen wollten. Flink und furchtlos hangelten wir die Äste hoch. In der Spitze der Tanne angekommen, rochen wir an unseren Händen. Harzgeruch. Seither bewirkt der leiseste Tannengeruch eine tiefe Trauer in mir, die Trauer über den Verlust meiner Tannen. Tanne, die mich nicht nur beschützte, sondern mir erlaubte, trotz aller Verwerfungen über sich zu bewahren, Dinge wieder zusammenzufügen, nicht selten dadurch, dass ich mir Geschichten erzählte. Geschichten, wie in der Schwebe, im Wiegen der Tanne, mit den Geräuschen, die sie von sich gab, im Zusammenspiel anderer Kinder, den Winden unterschiedlicher Düfte, nicht nur nach Jahreszeiten oder Wetter, auch im strikten Tagesablauf, der sich in unsere Tage schrillte, unsere kleinen Körper starr machte. Ich erinnere, dass ich bald in den Jahren lieber alleine blieb. Glaube zu erinnern, wie Tanne und Höhle zu unseren, schließlich zu meinen Schiffen wurden. Spielgeräte, die es dort gab, hatten uns stramm und willig zu machen. Fiel ein Kind von einer der Reckstangen oder dem Kletterseil, empfing es ein Sandbett. Während meine Tanne in gelassenem Wuchs mit anderen Bäumen, Büschen und Dornen auf abschüssigem Grund stand. Vielleicht kam mir deshalb die Idee, unter den Reckstangen ein Schiff in den Sand zu graben mit Sitzbank, allerlei Steinknöpfen, Holzhebeln und Stecken mit Stoffen bestückt. Schon konnten wir Fahrt aufnehmen, denn ich blieb nicht alleine. Und wie Knöpfe und Hebel uns Wundergeschosse in kleine Hände gaben, die wir reichlich nutzten. Ganz und gar versanken wir in unserem Schiffsalltag. Selbst gekocht wurde, rein Schiff gemacht, damit wir uns zur Ruhe betten konnten. Immer hatten wir eine Wache, die Alarm schlug, näherte sich ein Seeungeheuer oder war jemand über Bord gespült worden. Es musste auch angelandet werden. Wir entdeckten Inseln, nie gesehene Tiere, aber auch Stämme, die uns ans Fleisch wollten. Ich liebte es, hatten wir Stürme zu bewältigen, die kein Mensch, kein Schiff zu überstehen in der Lage ist. Riesenwellen, die sich unberechenbar in und übereinander stürzten, machten uns zu Seemännern, die nichts mehr fürchteten. Zerfetzt und triefend vor Meerwasser berichteten wir uns, was diese oder jene Wunde geschlagen hatte, und die zerrissenen Kleider waren uns Orden. Vielleicht hatte die erste Reise auf unserem Sandbettschiff die Essensglocke durchschrillt. Ich weiß es nicht mehr. Als würde dieses, mein Schreiben, sich in dem Kapäuschen auf dem Konstrukt bestätigen wollen, fällt Regen in Massen auf uns nieder und schießt in einem Strahl mitten in meinen Schreibort. Ich kann nur meinerseits aufspringen. Skripte, Bücher, Gepäck, alles, was sich an einem Ort sammeln, auch stauen kann, wenn Menschen neben und miteinander allerlei entstehen lassen und vor dem kurz und heftig einschießenden Wasser retten. Inzwischen scheint wieder die Sonne und das Wasser auf unserem Spanplattenholzboden wird verdampfen.
abfließen kann es noch nicht. Wir hatten uns also wieder ein Schiff gegraben und da etwas ins Meer gefallen war, mussten wir in Tiefen tauchen, denen es weder an Haien noch an gefräßigen Seeungeheuern fehlte. Den Jungen, der sich uns genähert hatte, bemerkten wir erst, als der erste Stein an mir abprallte. Und glaube zu erinnern, dass wir uns nur kurz flüsternd absprachen, schon hatten wir unser Schiff zwischen nahe und sehr dichte Gebüsche gezügelt. Wir spielten einfach weiter. Umso größer der Schock am Abend. Und es zog sich alles in mir zusammen, nicht mehr wissend, ob mein inneres Zittern auch in meinen Körper fuhr. Denn nicht nur mein Schiffskamerad wurde mit dem üblichen Ritual vor dem Nachtessen und in Anwesenheit aller einer unsäglichen Schandtat bezichtigt, auch ich hatte vor dem Esssaal auszuharren, bis der Heimvater mit uns im Gefolge in sein Büro hochschritt, das sich im Dachstock befand. Wie lange und schwer diese Holztreppe sein konnte und wie anders noch das leiseste Stöhnen in meinen Körper drang. Immerhin wurden vor solchen Exerzitien unsere Magen nicht mit spärlichem Essen belastet. Doch wurde ich verschont, musste nur Zeugin sein, da mein Schiffskamerad alle Schuld auf sich nahm, zugab, was wir nie getan hatten. Gleichgültig sehe dem Unbekannten ich entgegen, meiner Zukunft und allem, was da kommt. Am Ende ist alles Stille und dort, nur dort nicht, wo das Meer das Nichts umspült. Fernando Pessoa. Und sehe Mütter schreien, offene Münder, Hände, die nach ihren Kindern recken. Sehe Holzstämme, nicht nebeneinander, sondern quer, durcheinander gehäuft, ein Bett aus Reisig, flackernd ein großes gelbes Geschwür wächst auf einer Kastanie. Das Innere ist mit rotem Faden wirr durchzogen wie ein blutendes Gewusel, aus dem seitlich am höchsten Punkt eine Acht geformt wird. Rechts daneben ein untersetzter, ausgreifender Körper mit großem Kopf, darin ein Mund klafft, der ein rot-schwarzes Herz auskotzt. Und sehe, wie ein Wind zischend in die Polsterung meines Nebelflusses fährt, sehe den Dunst auf den klammen Verästelungen, sehe, dass er sich nach unten in die Fülle formt, als dränge es in Rollen zu fallen. Ich starre, verharre, ein Tropfen hängt wie ein Weihnachtskügelchen, es zerrt und zieht, die Schwerkraft erfällt, und sehe, wie das Kügelchen in unzählige Tröpfchen zerplatzt. Es bilden sich Kreise in der Pfütze unter dem Tisch. Die ausgreifenden Zitterwellen berühren sich, verschwinden in Treiben. Warten sie irgendwo, nicht sichtbar, bis das nächste Zischen neues Fallen fordert. Alles in mir fällt ineinander, der klaffende Mund, der Herzen auskotzt, hat die Pfütze noch nicht gesehen. Es steht in meinem leisen Wimmern ein Urschrei auf, das ist abzusehen, noch duckt er sich, wird sich sehr langsam aufrichten und bleibt Zeit. Und sehe in meiner Hand die Vollfäden, sehe, dass mein Pullover sich aufzulösen beginnt. Kein Faden wird mehr halten. Jetzt packe ich alle Schreie in die Fäden. Erst dann kann ich auf die Knie sinken, als würde ich all meine und die Sünden meiner Mütter, meiner Väter, meiner Geschwister und die des Schiffskameraden auf mich nehmen. Neben dem massiven Tischbein die klobigen Schuhe des Heimvaters, seine stämmigen Beine, Wollfäden getränkt mit dem Gestank der Verzweiflung. Heute um 3.37 Uhr vermisste ich mein Geschriebenes das erste Mal. Das Konstrukt wurde hier hingestellt, als wäre es gestrandet und wird bald Stück um Stück demontiert werden. Es ist also, nein, es sind nicht dauerhafte Glücke, die ich hier mehrmals täglich finde, mir geschenkt werden, als wäre das keine Sache. Ich schreibe mit Selbstüberlistung, damit mir mein Schreiben nie mehr abhanden kommt. Ich ließ das Geschriebene im Kabäuschen jede Nacht, egal wie sehr ich fürchtete, jemand könnte das Heft entwenden.
Ich hielt durch. Nun drängt es mich auch, in meiner momentanen Wohnstadt zu schreiben. Heute Abend werde ich das Heft mitnehmen. Noch sind es wenige Stunden im Tag. Doch es geht nicht um die Menge der Stunden, es geht darum, zu schreiben. Einfach zu schreiben. Dort, wo ich bin, zu schreiben. Seit jenem Abend, als mein Schiffskamerad sich vor mich gestellt hatte, verblieben wir in einer stillen Zugeneigtheit. Obwohl ich ihn durch meine Ideen in Gefahr bringen sollte, hielt er zu mir. Doch verschwand er immer mehr. Gerade trat M. in meinen Schreibort. Seine Malika ist weg, das kleine bunte Hündchen, das kläffen kann, hat es Batterien. Er weint untröstlich und ich verspreche, Malika zu suchen, schreibe jedoch weiter, weil es fließt. Schon kommt ein junges Paar mit Kind, fragt, ob ich das Hündchen von M. gesehen hätte. Ich erwidere, das Hündchen heiße Malika und ich würde mich bald auf die Suche nach ihr machen. Während wir alle Malika suchen, sehe ich den Teppich, der neben dem Tisch lag. Sehe im blank polierten Schrank das verzerrte Gesicht meines Kameraden, die Augen wie verloren, als wollte sein Blick zerbrechen an dem, was stecken blieb. Der Teppich verzog sich, kurz bevor ich in die Knie sank. Die darüber gezogenen hellen Striche formten Quadrate in den Grundton, die tanzten. Wie wild geworden zogen sich gekräuselte Wellen durch den Teppich. Wollte ich darin versinken? War auch dies meine Idee gewesen? Ich erinnere den Traum, der mich während Monaten nach dem Tod meines Schiffskameraden geradezu verfolgte. Du, mein Freund, größer und älter als ich, gingst mir immer wieder verloren, jede Nacht, während Monaten. In unserer Verschwiegenheit hatten wir uns immer wieder in der Nacht fortgeschlichen. Du hattest mir das Fischen beigebracht, um nicht fischen zu wollen. Brotstücke haben wir heimlich aus den schmalen Rationen geklaubt, Würmer gesammelt, um sie am Fluss wieder in die Freiheit zu entlassen. Wir saßen nur da, nichts von sträflichen Untaten. Dazu waren wir beide zu erschöpft. Die Brotkügelchen nährten uns. Hatten wir uns je berührt? Im Traum aber verliere ich dich. Wird er immer dunkler, doch höre ich dich rufen, ich stolpere. Du rufst, dann spüre ich es in den Hosentaschen. Etwas beginnt sich zu bewegen. Ich erstarre, ziehe den Kopf ein, schaue an mir nieder, schaue zu dir, der du wieder da bist. Meine Hose beginnt sich vor meinen Augen aufzulösen, fressende Würmer wie mächtige Maden, die sich leise murmelnd durch den Stoff arbeiten. Ich schlage um mich, versuche sie wegzuwischen, doch werden sie mehr, verbreiten sich. Ich renne vor dir weg, stehe am Ufer unseres Flusses, als hätte mich jemand über die bewaldete Böschung geschleudert und hechte in die Strömung. Dein weißes Gesicht auf dem Grund, du rufst mich stumm. Will denken, will erinnern, will teilen unser Ritual, denn du schaust mir zu, trübe Augen in deinem Gesicht eines gereiften Mannes, der du nicht werden durftest. Du hattest eine zarte, clevere Art, mir dein Interesse zu zeigen. Darin erkenne ich heute deine Gewitztheit, dein Hang zum Kümmerer. Ein guter Vater wärst du geworden. Du hattest mich angeblickt in deiner etwas schrägen Haltung mit deinem schönen Gesicht, das du zurückzunehmen verstandest, auch indem du den Kopf zwischen deine Schultern zogst, als wolltest du dich schützen, jedoch nicht ducken. Du warst gefürchtet. Wenn du etwas tatest oder sagtest, horchten alle auf. Dein Nähern hatte ich bemerkt, doch längst gelernt, dass ich nur auf mich selber zählen sollte. Aber du warst zäh, gabst nicht auf und unsere Wege kreuzten sich immer wieder, nachdem ich dir bei unserer ersten Begegnung den Tarif durchgegeben hatte. Ich sehe dich, groß,
drahtig, mit vorgeblich versteinertem Gesicht, mit Augen, die bereits alles gesehen hatten. Du 10 Jahre alt, ich 7. Die Mädchen hatten mich vor dir gewarnt. Du seist der Junge, der jedes neue Mädchen verprügle. Nichts Besonderes, auch für mich nicht mehr. Die Jungen im Dorf bei meiner Mutter hatten es immer wieder versucht, doch war ich dadurch sehr flink geworden und zuschlagen hatte ich auch gelernt. Unser erstes Zusammentreffen jedoch verbot mir, als müsste das so sein, jede Flucht. Denn ich stand oben auf der schmalen Treppe, die von 2 Geländern flankiert wurden. Du hattest mich bereits im Blick, einen Blick, den ich nie mehr vergessen würde. Er ließ keinen Zweifel offen. In meiner Hilflosigkeit, die nicht selten zu Mutausbruch führen kann, hing ich mich an die Geländer und schwang just vor deinem Ankommen meine Beine hoch, traf deine Brust. Du wichst nur einen Schritt zurück, starrtest mich an, verblüfft, lächeltest schräg und gingst dicht an mir vorbei. Auch mich hatte meine Aktion überrascht und ich stand wieder da, hielt mich nicht am Geländer, erwartete nur kurz Prügel, musste rasch, dass du mich nie mehr angreifen würdest. Aber nun, denn ich merke, dass ich müde werde, dass bald für heute das Schreiben ruhen muss, zu unserem Ritual, das dich zeigt, einen Menschen, der als Junge starb. Denn du, 2 Köpfe größer als ich und gestählt durch jahrelange harte Arbeit und Prügel, stelltest dich neben mich, schautest schräg nach unten zu mir und sagtest: Spann den Oberarm an. Ich weiß noch, ich dachte, kann ich bieten, denn auch ich hatte Muskeln und schob den Ärmel zurück, spannte an. Du hast ihn mit Zeigefinger und Daumen umfasst, hattest große Hände und sagtest erneut, spann ihn an. Das vermehrte mich und da mir die Luft ausging, vor lauter Anspannen mein Kopf rot wurde, gab ich alles, um dann zu schimpfen, dich in den Magen zu boxen und: Blöde Kaib, geht's noch, ich spanne noch, während du in Lachen ausbrachst. Veräppeln wolltest du mich, es gelang, es wurde zu unserem Ritual, ein Ritual auch, um körperliche Nähe zu erhalten. Schreibe, als sammelte ich Bruchstücke, versuchte zusammenzufügen, muss es passen oder ginge es vielmehr darum, neue Formen zu finden? Immer schon war mir das Suchen näher. Das Suchen? Müsste ich wissen, was ich suche? Mein Leben war vielleicht zu lange ein Abwarten, was mich als Nächstes erreicht und wie sich trotzdem oder deswegen fast alles zusammenfügte. Lernt ein Mensch, der fast ununterbrochen Gefahren ausgeliefert ist, sowohl Situationen wie auch Menschen präziser einzuschätzen, zu lesen? Wie dieses schwankende Schiff mich hält, bleibt mir ein Rätsel, nicht wissend, was in den nächsten Minuten einbrechen, aufbrechen, sich entfalten, sich verabschieden wird, schreibe ich nun doch wieder in dem Kabäuschen. Und ab und an die Furcht vor dem Danach. Ich flüchte nicht, bin im Gegenteil meist da, egal was mich erreicht. Die Erkenntnis auch in Spruchform mir vorgesagt: Wer mich nicht sehen will, hat mich gesehen. Es empfiehlt sich Unabhängigkeit, keine Frage für mich. Und dann dieser Mensch, der ich war, der wieder sein kann. Mit diesen Menschen, die sich verschwenden, bedingungslos verschwenden. Joseph Beuys soll auf die Frage, wie Energie in uns freigesetzt werden kann, geantwortet haben: Nicht durch Sparen, Zurückhalten, Einteilen, sondern indem wir uns verschwenden. Verschwenden an das, was uns das Liebste, das Wichtigste ist. Ich weiß es nicht mehr genau, erinnere das Gespräch mit T. und merke nun beim Schreiben, dass es so sehr nicht auf die gesprochenen Worte, Sätze, Behauptungen ankommt. Es ist ein Nachhausekommen zu dem Menschen, der so war, zu meiner Mutter. Flüchtete ich das Schreiben, weil ich zu sehr darauf hörte, wie andere meine Texte sehen?
Hier stand in mir die Gewissheit auf, dass nur ich erzählen kann, was ich erzählen will, gleichgültig, was andere darin sehen wollen. Und es ist nicht nur der Umstand, dass hier alle, die wollen, sein können. Es ist für mich das Wohlgefühl, das ich erfuhr, wenn meine Mutter und ich aus der Fülle schöpfen konnten, niemand da war, der uns verkürzte, wir unsere Erzählfülle teilten. Und sonst immer diese Einteilungen, zu viel von allem, zu viel. Also legte ich alles ins Erzählen und Lesen, ging sehr spät raus damit, wollte teilen, die Texte mitteilen. Noch kann es einbrechen, schlägt mir ein zu viel entgegen, das Richtung Betroffenheitstexte weisen will. Nein, einbrechen ist es bereits nicht mehr. Meist lasse ich stehen, immer seltener verteidige ich. Es gibt nichts zu verteidigen. Du und ich, wir hatten uns Welten geschaffen, immer wieder Zwischenwelten, eigentlich, denn nie wussten wir, ob und wann es möglich sein wird. Nie hatte ich das Gefühl, dass dies bemerkt wurde, wie still Verständigung möglich ist und das Gespür, dass es bald möglich sein wird. Ja, wir hatten Menschen lesen gelernt, auch Abläufe, Stimmungen und Bedrohlichkeiten, gar unterschiedliche Treffpunkte, die alle ihr Zeichen hatten. Blutsgeschwister wollten wir werden. Du schnittest dir in den Finger, als gehöre er nicht zu dir. Und während dein Blut schoss, dann floss, sahst du darüber hinweg, dass ich nur ein Ritzlein zustande gebracht hatte, das nicht mal einen vollen Tropfen hergab. Dein Tropfen war es. Nun bin ich mir wieder sicher, der wie ein Igel aussah, meiner darin wie geborgen. Immerhin hatte ich die Blechbüchse organisiert, die unser Blut mit unseren wertvollsten drei Dingen horten sollte. Wir vergruben sie. Warum vergraben Kinder ihre Schätze? Will wieder flüchten vor dem, was zu erzählen wäre. Hätte ich verhindern können, was dich zersetzte, dich immer weniger werden ließ? Du warst inzwischen auch bei unseren Fluchten in diese andere, verschlossene Welt geraten, wie sich deine Augen mit einer undurchdringbaren Haut überzogen, die ich nicht sehen, aber wahrnehmen konnte. Es wuchs in mir die Angst, dich für immer zu verlieren. Der Heimvater zitierte dich inzwischen fast täglich nach oben in die süßlich riechende Dachkammer. Nie wolltest du darüber reden. Dein Gehen danach, als schleifest du zähes Gewicht mit deinen Beinen, ließ in mir unbändige Wut wachsen. Teilen wollte ich mit dir, den Schmerz mit dir teilen und löste damit aus, was dich zum Fluss, zu unserem Fluss trieb. Wie könnte ich je vergessen, mein Schreien, mein Toben vergessen, als dein Blick sich mitten in unser Spiel vergrub. Kurz warst du wieder da, als du den Stecken hochschnellen ließt, diese unbändige Kraft, dieser Zorn, diese Ohnmacht. Und dann, als zerreiße es alles und an und in dir, du wie in den Waldboden zerrissen, zerfielst. Sehe deine Hände, die Hände eines 10-jährigen Knaben, die sich in Laub und Erde krallen, dann graben wie besessen graben. Sagtest, er lässt mir immer die Wahl, wie in Trance aus weiter Ferne, von der ich sofort wusste, dass ich sie nie erreichen werde, sagtest auch, ich lasse mich nicht berühren. Sagtest es immer wieder wie ein Gebet. Ich hörte es noch, als du aufschossest und rantest. Höre es noch heute. Höre, was niemand hören will, worüber wir zu schweigen hatten, was als Lüge hingestellt wurde und wird. Merci vielmals.